Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir Kobold Chapter 1. Das ist ein Horror-Adventure, was durchaus ziemlich gruselig ist. Wir haben ein paar Jumpscares, die Grafik sieht auch ziemlich geil aus. Ja, und wir laufen durch, wie eigentlich in fast jedem Horrorspiel, durch ein verlassenes Haus und da passieren sehr, sehr merkwürdige Sachen und wir landen später auch an sehr, sehr unheimlichen Orten. Also, ich würde sagen, das ziehen wir uns einfach mal rein. Viel Spaß und los geht's! Okay, Leute, wir sind im Spiel. To interact with an object, use the thumbpad to walk up as close as possible to the object. Reach forward with your controller and pull the trigger under your index finger to pick up the object. Pull the trigger again to halt drop einfach it. Mal. Wir kriegen das sicherlich auch so hin. Some special objects like keys can be placed in your bag so that you can use them later. Krass. Also ich habe Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Oh, warte mal, das ist falsch rum, sehe ich gerade. So. Headbob. Ja, die Tasche nervt mich aber hier. Kann die auch weg? Gut. Sieht so aus, als wenn das hier Headbob. Was haben wir denn hier alles? Was ist das denn? Ist ein Touchscreen? Sieht nicht so aus. Geht ab. I tried to get into the house. I just made it to the second floor because there was a crazy man showed up. He's carrying an axe and talking to himself. I don't know if this guy was on drugs or something or just crazy, but he drawed stuff on the walls and. Aha, er hat irgendwas an die Wand gemalt. So, I heard noises from up the attic. I tried to get in there, but. It was locked, so I heard noises from up there. I don't know if people living there or something like that, but dude, yum, yum. Try to get into this house. Don't say I didn't warn you. Yeah. Let me know if you receive the message and take care. Bye. Was zur Hölle? Guck mal, da kommt was. Was ist denn hier? Irgendwas vibriert hier. Was ist das? Release Form. Aha. Da liegt ein Handy. Oh, das Licht funktioniert. Hallo? Hey, Han. Are you still in Germany? Germany? Ja, bin ich. Samsung? Schleichwerbung. Tschüss. Ja, hier. Ups. Oh, tut mir leid. Walk here to start. Sollen wir nicht mal erst da hochgehen? Oh, man kann da nicht hochgehen. Okay, wir starten mal. Oh, ist das laut. Gott. Ich muss das mal kurz leiser machen. So. Wie seht ihr das? Ja? Passt, ne? So. Boah. Was war das denn jetzt gerade? Hier auch schneller. Oje, oje, oje. Das läuft aber nicht gut. Oje. Das hängt. Da liegt ein Schraubenzieher. Betreten der Baustelle verboten. Es steht auf Deutsch. Weil wir sind ja anscheinend in Germany. Okay, hier ist nix. Boah, nee. Nee, 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 Leute. Hier stimmt irgendwas nicht. Das hängt an so alle
20 Sekunden mal richtig fies. Dreh mich mal ein bisschen schneller. Nee. Keine Ahnung, was das ist. Machen wir jetzt das Schloss mit dem Schraubenzieher auf, ja? Wir versuchen es. Ha! Oh. Hallo? Ich hab Angst. Ich guck lieber hinter den Türen. Hallo? Guck mal, eine Kamera. Wer hat Hallo gesagt? Achso, ich hab Hallo gesagt. Na, klasse. Hallo? Ich weiß auch nicht. Okay, wir gehen einfach mal hoch. Es ist sehr, sehr gruselig hier, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr gruselig. Ich habe sehr, sehr viel Angst, um ehrlich zu sein. Was zum... Die Tasche erschrickt mich laufend. Kommt da jemand? Was ist denn das? Fuck. Hä? Krass. Ich habe mich zum Glück nicht so hart erschrocken jetzt, weil ich glaube ich nicht hingeguckt habe. Was ist das denn? Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Doch, jetzt kann ich weiter. Ich habe Paranoia. Sag mal, kann man hier bitte schneller gehen? Das ist ja furchtbar. Ah, okay. Zwei, beide Touchpads gleichzeitig drücken. Ich habe nicht aufgepasst im Tutorial. Okay, hier ist nix. Kann man das hier abreißen? Nee. Was ist hier? Gesicht weggekratzt. Gut. Also, wir können es ja mitnehmen. Habe ich das jetzt mitgenommen? Wo ist es? Hä? Weiß der Geier, wir gehen. Dann rennen wir doch mal. Dim, 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 dim. Na, na, na. Hallo? Na, 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 na. I must be able to find a way to turn the electricity back on. Ja, gute Idee. Den Strom anmachen halte ich für eine verdammt gute Idee. Die Tasche. Okay, wir gehen erstmal hier in diesen Raum. Ja, hä? I haven't seen a VHS tape in years. Wieso geht denn das nicht? Hä? Hallo? Kann ich das? Hier ist doch ein VHS. Es geht wahrscheinlich erst, wenn der Strom an ist, richtig? Ja, schätze ich mal. Was ist hier? Oh, guck mal. Der müsste auch mit Batterien gehen, oder? Hm? Verdammt. Hier ist noch eine.
Die Tasche, die geht gar nicht. Die geht wirklich überhaupt nicht. Die ist in meinem Spielfeld drin. Ich drück mal irgendwelche Tasten. Vielleicht kann man die wegmachen. Sieht nicht so aus. Keine Ahnung. Scheint nicht zu gehen. Ist sehr, sehr nervig, diese Tasche. Was war das? Perfect. One of these will do the trick. Ah. Das war jetzt Zufall, ne? Cool. Jetzt können wir den Fernseher benutzen. Und vielleicht sogar das Licht anmachen. Natürlich nicht. Ah, guck mal. Ha! Turisas. Was zum... Go. Play. Nein, nicht. Junge. Although the first archaeological evidence of ruins as a tool for conducting rituals and magic spells dates back to the 4th century. Irgendwas geht hier, geht's irgendwie um Runen. Guck, der macht hier auch irgendwelche Runen. After his sacrifice to the tree of Yggdrasil. Runes were intended to perform a wide range of functions, but to my mind, they are the key to unlocking the secrets and miracles of life and death. While they were... Okay, Runen. Ganz wunderschön. Hallöchen! Hör auf! Alter, bist du bescheuert, Junge? Was kommt denn jetzt? Oh oh. Scheiße. Der kommt. Was machen wir denn jetzt? Dear Richard, our move went well. The house is beautiful and right in the middle of a forest. So Casper can play and explore nature every day. Liest das auch weiter, wenn ich es weglege? Nein. Na klasse. Was ist denn der Typ jetzt? Da ist nix. Der kommt doch jetzt hier. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns irgendwo verstecken oder so. Dear Richard, I really love our... Wir hören uns ja jetzt nicht den ganzen Brief an, seid ihr verrückt? Wir müssen hier zusehen, dass wir verschwinden. Aber wie? Können wir hier in den Schrank? Ja, nö. Zum... Geier. Ich hab Angst, dass der jetzt kommt. Thank you.
Junge, das ist vielleicht ein Shit hier. So. Da ist ein Schlüssel. I wonder if this unlocks the attic. Was war das? Da liegt was. Kreide. Haha. Wir gehen wieder runter. Ich bin mir sicher, dass jetzt dass dieser fiese Typ jetzt hier irgendwo am Start ist. Scheiße, jetzt ist die dumme Lampe kaputt. Ernsthaft? Ich glaube, ich fass es nicht. Ah. Hä, wo ist der Schlüssel? Wunderschön. Was geht denn hier ab? Kacke, ey. Hallo? Dear Richard. Dear Richard? Junge, mich interessiert der Richard jetzt nicht. Ich... Oh oh. Nicht gut. Junge, was klemmt denn hier? Protection. Oh Mann. Hoffentlich müssen wir nicht damit irgendwas machen. Wir müssen garantiert irgendwas damit machen. Wahrscheinlich so ein Ritual wie bei Paranormal Activity oder so. What the hell is going on in here? Ja. Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage. Was zum Geier geht hier ab? Nein, ich will die Kerze mitnehmen. Ah, ich glaube, die können wir mitnehmen. Ha! Was? Portal Spell. Was ist denn das? Also diese Tasche, wer die, hat das auch jemand vorher mal getestet? Furchtbar. Was ist das für eine Maske? Ha. Toll. Hier ist irgendein Kreis. Ich glaube, dass wir einen Portalspruch. Vielleicht müssen wir das da reinmalen mit der Kreide. Ist aber jetzt hier zu hart. Scheiße, wir hätten die Kreide mitnehmen müssen, Leute. So ein Mist. Eine Kamera. Was geht hier? Wir gehen nochmal zurück. Wir haben die Kreide vergessen. Dumm die Dumm. Ich hab euch alle lieb. Hallo? War das nochmal? Das war, glaube ich, hier, ne? Habe ich die jetzt weggeschmissen? Nein, Leute, ich habe sie weggeschmissen. Das kann ich doch nicht. Oder ist die doch hier? Nö. Kacke.
Wo ist sie denn hingefallen? Scheiße. Das ist aber jetzt echt doof. So ein Mist. Was mach ich denn jetzt? Hm? Das ist ja richtig kacke. Die ist weggeglitscht, oder? Scheiße. Jetzt bin ich ja echt im Arsch. Mein Gott, dass hier nie ein Licht geht. Guck mal, da ist ein Paket, aber... ist natürlich nicht... Ah, nee, das ist kein Paket, das ist einfach nur wieder ein... Och nee, jetzt fangen die an zu singen. Kann die aufhören mit dem Singen? Das ist ja noch gruseliger. Was? Fenster rein? Wo ist denn die scheiß Kreide? Leute, wir haben echt ein Problem. Oder Moment. Oh nee, ich Idiot. Das ist die Kreide. Das sah aus wie ein Stock. Sorry. Kriegen wir hin. Ein Stückchen. Tu mal hier die Tür auf jetzt, Junge. Dankeschön. La 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 la. Ich habe keine Angst. Überhaupt nicht. So. Was ist das denn da hinten? Keine Ahnung. Okay. Ich nehme jetzt mal die andere Hand. Und jetzt malen wir mal den... Wir wollen ja sicherlich ein Portal, ne? Also würde ich sagen... Hallo, Portal? Hey, es ist weg! Das war richtig. Ich geh mal lieber zurück, ich habe nämlich Angst. Cool. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was passiert denn jetzt? Aus. Hey! Was machst du da? Was machst du da? Oh Gott, ich will! Ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht ist es auch besser so. Toll, und jetzt? Ah. Ey, dunkler geht's hier aber auch nicht, ne? Geht's da hoch? Wie geht's hoch? Krass. Krass. Was mich richtig nervt, ist, dass wir nicht umstellen können, dass wir in Richtung von den Controllern gehen können. Ich will nämlich geradeaus gehen und nach unten gucken. Was war das gerade für ein Licht da oben? Das ist nicht... lustig. Da ist was. Da steht jemand. Ich habe Angst. Da steht jemand. Was ist das? Das ist eine Statue nur. Glück gehabt. Oh Mann. Oh mein Gott. Eigentlich will ich hier gar nicht rein. Was mache ich hier überhaupt? Was ist das für ein Kollege? Soll ich da lang gehen oder was?
nix. Geht meine Taschenlampe wieder? Ja! Was mache ich denn mit dieser scheiß Kerze? Oder vielleicht sollte ich sie... Ich nehme sie in die andere Hand, falls wir sie wieder verlieren. So. Was ist das da oben? Boah, ist das übel hier. Alter, das ist übelst gruselig hier. Boah, Gott. Gottes Willen, Leute. Ich glaube, ich gehe kaputt. Puh. Ja, ich follow dir doch auch schon. Hier lang? Okay. Ich sehe wirklich nichts. Was zum... Ah! Ah! Du widerliches Vieh. Hä? Kobold VR XP. Das war's? Ist das euer Ernst? Nee, oder? Hä? Okay. Jetzt bin ich aber frustriert. Das soll's gewesen sein? Okay. Also, naja. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Kobold Chapter 1 war das. Nun, das ist schon okay. Das war schon gruselig und so, hat auch gut ausgesehen und Spaß gemacht. Aber ich hatte tatsächlich mehr erwartet. Okay, ich habe zwar den ein oder anderen Jumpscare jetzt verpasst, was natürlich ein bisschen doof war, aber ich kann es auch nun mal auch nicht ändern. Wenn ich woanders halt hingucke, als die Jumpscares passieren, dann kann ich es ja nicht ändern. Aber so die Geschichte ist ganz interessant, es ist auch sehr abgefahren. Und aber ich habe so viel, das Spiel ist ja schon länger draußen und ich habe halt ein bisschen länger gewartet jetzt mal, weil ich halt einfach auch keine Zeit hatte und ich habe von vielen Leuten gehört, boah, das wäre so wahnsinnig krass und extrem gruselig und so. Und nun, ich, ja, schon, ne? Aber an Paranormal Activity kommt das für mich überhaupt nicht dran. Noch nicht mal 10%, muss ich sagen. Also mein schlimmstes Horrorspiel ist immer noch Paranormal Activity The Lost Soul, auch nach diesem Ding hier. Es ist okay. Also ich mag es empfehlen, es ist ein gute Horror-Experience, aber nicht die beste. Es kostet nochmal $10. Das finde ich für 25 Minuten ein bisschen stramm. Okay, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt die ganzen Texte nicht zu Ende gelesen und so. Ich will euch, das mache ich in meinen Gameplays halt einfach nicht, weil 90% der Leute wollen nicht ein Gameplay gucken und die ganze Zeit irgendwelche Texte lesen. Das mache ich halt einfach nicht. Und da hätte man natürlich durchaus noch bestimmt 20, 30 Minuten dran lesen können und sich das ganze Zeug anhören können. Aber dann hast du vielleicht eine Stunde, sagen wir mal so. Finde ich für $10 durchaus grenzwertig. Aber jetzt ist das hier gerade im Sale. Wenn das irgendwann nochmal im Sale ist, für $5 oder Euro, da kann man definitiv zuschlagen. Das finde ich völlig in Ordnung.
Wir können zocken mit der Vive, der Rift, und ihr habt auch gesehen, mit der Pimax ist es auch kein Thema. Wobei es am Anfang, ich weiß nicht warum, ob das jetzt an der Pimax lag, so kurz zwei, dreimal gezuckt hat, so alle 20 Sekunden. Das war ein bisschen komisch, da war das Bild einfach festgefroren und ging dann nach einer halben Sekunde weiter. Aber das hat sich danach gelegt. Was mich ziemlich gestört hat, ist diese Tasche. Ich weiß nicht, also vielleicht habe ich im Tutorial nicht aufgepasst oder so, aber diese Tasche nervt halt schon, ne? Die schwirrt die ganze Zeit hier vor dir rum. Was soll das denn? Warum, wisst ihr, das ein richtig cooles Inventar war bei The Gallery. Kennt ihr das Spiel? Da hat man so hinter sich gegriffen, hat den Rucksack so nach vorne geholt und konnte da sein Zeug so rein und raus und dann wieder nach hinten. Das ist die Lösung. Aber dann nicht sowas, dass die ganze Zeit die Tasche vor dir rumschwirrt. Ich hatte ja sogar manchmal Probleme, irgendwas aus der Schublade zu holen, weil da halt einfach die Tasche im Weg war. Wenn man die irgendwie ausblenden kann, dann schreibt es bitte mal unter die Kommentare. Dann würde ich das noch zusätzlich erwähnen, dann unter dem Video. Aber ich habe erstmal keine Möglichkeit gefunden, das auszublenden. Ja, war aber trotzdem ein cooles Spiel, kann ich euch empfehlen. Und da das ganze Chapter 1 heißt, denke ich mal, dass irgendwann noch ein Chapter 2 rauskommt, was ich dann auch zocken werde. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Voodoo.de